Was heißt auf Französisch Mut? Richtig, Courage. Und die beweisen die Ingenieure und Techniker von Renault in letzter Zeit immer häufiger. Der neue Scenic hier ist so ein Fall. Ganz schön unkonventionell und auch dynamisch zeigt sich diese Neuauflage des französischen Kompaktvans, den es übrigens schon in der 6. Generation gibt. Manches Detail bringt uns allerdings auch ein bisschen zum Schmunzeln. Zum Beispiel dieser beulenartige Knick hier in der Fensterumrandung. Ein Lächeln zaubert uns durchaus auch der 1,6 Liter Caminuel Diesel auf die Lippen. Mit seinen 130 PS und seinen 320 Newtonmetern Drehmoment ist er ausreichend kräftig, um den Scenic in allen Lebenslagen in Schwung zu bringen. Dazu ist der Motor angenehm laufruhig und akustisch zurückhaltend. Geräuschvoll wird es hingegen beim ADAC-Ausweichtest. Hier zeigt sich der französische Familienvan von seiner sicheren Seite. Das ESP greift früh genug und engagiert ein. Schleudern oder gar Kippen wird damit effektiv unterbunden. Fahrdynamik aber auch reduziert. Insgesamt ist der Scenic untersteuernd ausgelegt. Auch der Kraftstoffverbrauch des Scenic wird ziemlich im Zaum gehalten. Wir haben durchschnittlich 5,3 Liter Diesel auf 100 Kilometer gemessen. Daraus ergibt sich eine CO2-Bilanz von 168 Gramm pro Kilometer. Dieser günstige Wert wird durch katastrophale Stickoxidemissionen erkauft. Dafür gibt es null Punkte bei den Schadstoffen und in der Summe nur einen Stern von 5 möglichen im ADAC Eco-Test. Renault muss hier dringend nachbessern. Der neue Scenic kommt schon in der Basisversion mit ziemlich großen Rädern daher. Mindestens 19 Zoll werden verbaut. Das mag für den Benzinverbrauch ganz positiv sein, für den Fahrkomfort ist es das leider nicht. Und deshalb werden Straßenunebenheiten ziemlich derbe nach oben durchgereicht. Besser gefallen uns da die Lenkung und die Schaltung. Wer die Heckklappe des Scenic öffnet, wird von einem großzügigen Stauraum empfangen. Zwischen 400 und 810 Liter fasst der Kofferraum. Da kann man auch mit Kindern auf Achse. Apropos, auf die Rücksitze passen übrigens nur 2 Kindersitze nebeneinander, weil der mittlere Sitz von Renault nicht freigegeben ist. Erwachsene können hinten gut sitzen, weil die Kopf- und Beinfreiheit nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Sitzreihe überzeugt. Die Verarbeitung ist gut, könnte im Detail aber noch verbessert werden. Die Bedienung des Multimedia-Systems inklusive Smartphone-Kopplung ist leider recht umständlich. Mindestens 30.390 Euro werden fällig, wenn man den Renault Scenic mit dem getesteten Dieselmotor und der Bose Edition Ausstattung als Familienmitglied aufnehmen will. Dafür erhält man ein praktisches und sparsames Auto, das durch sein Design durchaus die Blicke auf sich ziehen wird.